Sie fragen, Jura intensiv antwortet. Heute zur Frage, welchen Gesetzestext soll ich kaufen? Es gibt viele Fragen, die den angehenden Volljuristen beschäftigen, die aber nicht primär fachlicher Natur sind. Im Rahmen von Sie fragen, Jura intensiv antwortet, möchten wir die häufigsten Fragen beantworten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht jede Frage beantworten können und vor allem an dieser Stelle keine individuelle Studienberatung bieten können. Los geht's mit unserer heutigen Frage. Welchen Gesetzestext soll ich mir kaufen? Schauen wir zunächst einmal auf den Markt. Im Zivilrecht und im öffentlichen Recht gibt es die roten, klassischen Gesetzestexte Schönfelder und Sartorius. Daneben gibt es die sogenannten Nomos-Texte. Diese sind in den Nationalfarben schwarz-rot-gelb gehalten. Schwarz ist das Zivilrecht, rot ist das Strafrecht und gelb ist das öffentliche Recht. Daneben gibt es noch die handlichen DTV-Texte, die sich auf einzelne Gesetze beschränken, zum Beispiel das BGB, das StGB und die StPO. Preislich sind der Schönfelder und der Sartorius die teuersten Gesetze und die DTV-Texte natürlich die billigsten. Zur Frage, welcher Gesetzestext nun verwendet werden sollte, zunächst ein paar generelle Überlegungen. Im zweiten Staatsexamen sind die Nomos-Texte im Zivilrecht und im Strafrecht nicht zugelassen. Zugelassen sind nur im öffentlichen Recht die landesrechtlichen Gesetzessammlungen. Ebenso sind die DTV-Texte nur zugelassen bei Spezialgebieten, beispielsweise dem Europarecht oder dem Arbeitsrecht. Mit Blick auf das zweite Staatsexamen bedeutet das schon, dass man sich überlegen muss, ob man nicht eine bestimmte Routine aufbauen muss. Beispielsweise eine Routine, welches Gesetz unter welcher Gliederungsziffer wo in meinem Gesetzeswerk zu finden ist. Unterschätzen Sie auch nicht, dass das menschliche Gehirn manchmal in merkwürdiger Weise funktioniert. Vielleicht kennen Sie selber eine Situation, wo Sie aus einem Lehrbuch oder aus einem Gesetzestext wissen, wie das Layout ausgesehen hat. Sie haben es noch vor Augen. Sie wissen beispielsweise noch, das stand irgendwo links unten. Und wenn Sie dann auf einmal einen anderen Gesetzestext haben als den Gesetzestext, wo sich Ihre Erinnerung dran gekoppelt hat, dann haben Sie einen unmittelbaren Prüfungsnachteil, weil es Ihnen nun ganz schwer fällt, diese Gesetzespassage, an die Sie sich erinnern, in einem anderen Gesetzestext, in einem anderen Layout wiederzufinden. Alleine dieser Punkt führt zu der Empfehlung, dass spätestens im gesamten Referendariat mit dem Schönfelder und dem Sartorius gearbeitet werden muss. Gehen wir aber auch mal weg von diesen generellen Überlegungen und schauen wir uns landesspezifische Besonderheiten an. Es gibt beispielsweise Bundesländer, in denen sind Unterstreichungen und Markierungen in den Gesetzestexten generell unzulässig. Dazu gehören beispielsweise Hessen und Nordrhein-Westfalen. In derartigen Bundesländern sollten Sie sich Folgendes vor Augen führen. Die Nachlieferungen des Schönfelder und des Sartorius regelmäßig einzusortieren, 3 bis 4 Nachlieferungen pro Kalenderjahr, ist einerseits eine extrem nervige, eine extrem fehleranfällige Aufgabe, weil Sie im Zweifelsfall drohen, falsche Seiten auszuheften und am Schluss in der Klausur vielleicht die entscheidende Seite nicht zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite sind die Nachlieferungen schlicht überteuert und sind ein richtig gehender Kostentreiber. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Ihnen Folgendes. Wenn Sie während des Studiums mit dem Schönfelder und dem Sartorius arbeiten wollen, kaufen Sie sich die gebundene Version. Die gebundene Version ist zwar im Staatsexamen nicht zugelassen, das kann Ihnen während des Studiums jedoch egal sein. Das Layout ist identisch und die gebundene Version ist deutlich günstiger als die geheftete Version. Für den Examenstermin können Sie dann immer noch die geheftete Version kaufen. Deutlich anders stellt sich die Sachlage dar in Bundesländern, in denen Sie den Gesetzestext markieren und unterstreichen dürfen.
Teilweise dürfen sie sogar, wie in Baden-Württemberg, Paragraphen an den Rand schreiben. In einem derartigen Bundesland ist es natürlich absolut notwendig, dass Sie stets mit Ihrem persönlichen Gesetzestext arbeiten. Im Laufe des Studiums, während des Repetitoriums, individualisieren Sie Ihren Gesetzestext. Sie machen Ihre Unterstreichungen in Baden-Württemberg auch noch zusätzlich Ihre Paragraphennotizen an den Rand. Und deswegen müssen Sie mit einem Gesetzestext arbeiten, der Ihnen diesen Arbeitsprozess auch ermöglicht. Wenn Sie also beispielsweise generell mit gebundenen Werken, dem Nomos-Text oder den DTV-Texten arbeiten, müssen Sie bei einer Neuauflage alle Ihre bisherigen Unterstreichungen und Markierungen übertragen. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, was das für eine Arbeit ist? Es ist schon schlimm genug, wenn es im Schönfelder oder im Sartorius eine Nachlieferung gibt. Dann müssen Sie diese Teile tatsächlich nachmarkieren und müssen Markierungen, die Sie bisher sich erarbeitet haben, übertragen. Das ist aber notwendig, damit Ihnen Ihre bisherigen Notizen, die Sie im Gesetzestext machen dürfen, nicht verloren gehen. Fazit. Im Grundsatz müssen wir eine landesspezifische Antwort geben auf die Frage, welche Gesetzestexte für Sie die richtigen sind. Aber dennoch, es ist wirklich ein Unding, wenn ein Prüfling im zweiten Staatsexamen in der mündlichen Prüfung noch immer nicht zum Beispiel die Gliederungsziffer der StPO auswendig kennt. Der Eindruck beim Prüfer ist absolut verheerend. Der Prüfer sagt, schlagen Sie mal die StPO auf. Was macht der Prüfling? Der schaut erstmal im Register, wo denn die StPO steht. Das sind Eindrücke, die absolut negativ sind und deswegen auch unter diesem Blickwinkel frühzeitig mit dem Gesetzestext lernen, der später als zwingend vorausgesetzt wird. Und das ist nun mal in der Praxis und das ist im zweiten Staatsexamen der Nomos-Text eben gerade nicht. Das ist der Schönfelder, das ist der Sartorius, das sind die klassischen Gesetzestexte und diese klassischen Gesetzestexte sollten Ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Diese klassischen Gesetzestexte sollten Sie kennenlernen. Sie fragen, Jura intensiv antwortet. Haben auch Sie Fragen von allgemeinem Interesse? Dann schreiben Sie uns unter youtube@jura-intensiv.de. Wir suchen die besten und häufigsten Fragen heraus und versuchen sie auf diesem Wege zu beantworten. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Geben Sie uns einen Daumen hoch, leiten Sie das Video weiter an Freunde und Bekannte. Mein Name ist Dirk Schweinberger. Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine kleine Hilfestellung geben bei der Frage, mit welchem Gesetzestext Sie während Ihres Studiums regelmäßig arbeiten sollten.